So, hallo Leute, herzlich willkommen. Ja, wie soll man sagen, zum nächsten Part, weil ich habe es gerade eben nicht geschafft. Mich hat gerade einfach schon der Schaden an sich getötet. Lol. Lol, was? Lol, was ist denn das für ein... Oberkommandozentrale, wir mussten eingreifen. Wir verfolgen flüchtige Mitglieder der Liga. Bitten um Verstärkung. Ende. Ist schon unterwegs. Achso, und Ja, es geht halt nicht anders. Ich muss nochmal neu starten, weil ich wusste jetzt gerade eben nicht, dass man dann Höchsttempo braucht. Und generell habe ich schon sowieso meine Devise festgelegt, immer so lange hier zwischen. Oberalpenzentrale, Ja. wir mussten eingreifen. Wir verfolgen flüchtige Mitglieder der Liga. Bitten um Verstärkung. Ist das Ende. geil? Hier sind einfach 10 Fahrzeuge oder so. Schickt ein Aufgebot zur Tankstelle. Die sollen diese Jockeys an die Leine nehmen. Nein, ich hab's versaut. Jetzt werde ich echt sauer schon wieder, ne? Ey, Kinder, ich. Nee. Hab keinen Bock mehr auf die Scheiße, ey. Ich muss jetzt einfach Vollgas geben. Es hilft einfach nichts. Muss ich ihn so schnell wie möglich. Nein! Zentrale, wir mussten eingreifen. Wir verfolgen flüchtige Mitglieder der Liga. Bitten um Verstärkung. Ende. Ist schon unterwegs. Achso, und schickt ein Aufgebot zur Ich brauche Tankstelle. jetzt Die sollen verdammt diese schnell einen Jockeys an die Lucky Leine Punch. nehmen. Ja, sehr gut. Immer so ein kleines bisschen Schaden schon mal hinzufügen. Dann mache ich es mir selber auch einfacher. Jetzt ein bisschen Nitro aufsparen. Und den jetzt gleich voll einsetzen. Ja, ey, ist halt klar, Mann. Er wird halt aufgehalten und deswegen treffe ich ihn nicht mehr, weil er zu dumm ist. Nee. Das Spiel an sich regt einfach nur sowas von auf. Teilweise. Teilweise ist es echt geil, aber solche Parts nerven einfach nur. Ja, noch mal eine mitgeben. Ja, ist klar. Das macht dir nur 1% Schaden. Ja, zum Glück hat er sich jetzt irgendwie verfangen. Ja, ist klar! Der wird da oben gespawnt! Natürlich! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, was ist denn da los? Warum verfangen die sich? Oh Gott, hab ich ein Scheißglück gehabt, glaube ich. Er wird einfach da oben gerespawnt, ne? Ey, das ist ein absoluter Dreck. Weil damit bin ich absolut out of position und kann eigentlich überhaupt nichts machen. Ich muss mein Auto noch ganz lassen. Ich darf auf keinen Fall hier irgendwie sonst irgendwie zusätzlichen Schaden nehmen. Jawohl, fast habe ich. Ja. Der nächste bitte, das ist geil gemacht. Brauchen einen starken First Strike. Ja, direkt mal 20 mitgeben. Das ist sehr gut. Und vor allem, dass ich jetzt halt noch unter 50 bleibe, ist halt so geil von dem, also von dem meinen eigenen Prozenten her. Simir, sie trennen sich. Okay, bleib an dem einen dran. Ja, und nochmal direkt 10 mitgegeben. Und nochmal 10. Ist das geil? Ich bin noch nicht mal auf 50% von meinem Schaden her und der hat schon fast 50. Geil. Das ist schon wesentlich besser als in der letzten Folge.
und direkt auf 50 den Typen hochkatapultiert. Da hätte ich nicht so viel runtergehen müssen vom Gang her. Weil ab jetzt wird es nämlich ein echtes Tamtam hier, den Typen zu ficken. Ja, natürlich. Da fährt mir der Hurensohn rein. Mal sehen, wo er hin will. Okay, er will da hinten hin. Okay, das finde ich gut. Okay, jetzt bin ich aber echt gespannt, ob ich es schaffe, den zu töten, bevor ich so auf 60 oder 70 hoch bin. Weil ich weiß nicht, ab wie viel Prozent das genau ist. Aber auf alle Fälle, was ich weiß, ist, dass wenn jetzt hinzukommt, ich das Ding schon gewonnen habe. Aber leider kommt keiner. Weil ich weiß leider nicht, ab wie viel... wo fährt der jetzt hin? Hallo? Ja, das, wir haben gewonnen, Leute. Aber nein, er bremst ab, der Wichser! Aber sonst, wie früh bremst er schon ab, dass ich halt keine Chance habe, den draufzuschieben. Und mir selber fehlt... Oh Gott, der Bastard. Ich muss es... Boah, der Wichser. Hey, Alter, wäre ich jetzt hinter dem Zug gefangen gewesen, der hat mich abgehängt. Jetzt, Alter, das ist hier Millimeter-Fahrarbeit, ne? Und solange der mir nicht wegfahrt... Oh, geil, der hat schon über 93%. Ja gut, na dann. Dann kann ich ihn eigentlich zu Schrott fahren, komm, ja. Ja, das war's mit dir. Tschüss. Geil. Sehr, sehr geil gemacht. Und jetzt nochmal zurück zur Chefin. Oh Gott, hoffentlich überlebt das der Wagen. Hoffentlich überlebt das der Wagen. Oh shit. Oh nein. Ah, das sollte der Wagen aushalten, glaube ich. Aber wenn ich jetzt nochmal überall gegenfahre, ich glaube, das reicht. Ja, ich glaube, das reicht trotzdem locker. Weil ich weiß nochmal, wie ich mich... ne, bei irgendeinem Try, früher damals so, ne, hatte ich dann irgendein... Da habe ich mich, glaube ich, mit 98% Schaden oder so noch ins, aufs Revier gerettet, so. Und hätte ich nur ein paar Sekunden länger gebraucht, wenn mein Wagen explodiert. Von daher war das echt lucky und, ja. Aber heute schaffe ich es eigentlich echt souverän, so. Ich meine, der erste Versuch war echt scheiße, so. Das ist echt alles andere als ja erwartet gelaufen, aber ja, der rechte Blinker funktioniert auch nur noch vorne. Der linke Blinker funktioniert noch, das macht mich jetzt glücklich. Oh, ich biege links ab. ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute, in diesem Part. Mal sehen, was noch zu sagen gibt. Ja, was denkst du denn? Klar. Ausgezeichnete Arbeit, meine Herren. Wir haben 6 Raser verhaften können und Sie haben 3 der Anführer gestellt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ordentlich zu tun. Und weil es die Unfallstatistik deutlich positiv beeinflusst, erspare ich Ihnen meine Verärgerung über die vielen Blechschäden während der Ermittlungen. Ja, das ließ ich nicht ganz vermeiden. Diese Freaks sind nicht gerade zimperlich. Leider sind davon auch noch ein paar unterwegs. Und der Chef ist uns auch durchs Netz gegangen. Aber da uns nun die Namen und Fahrzeuge bekannt sind, stehen die jetzt alle auf der Fahndungsliste. Ein erstklassiger Ermittlungserfolg. Erstklassig? Endlich wieder Jeans. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.